Zuerst mit zwei Latten angegriffen, irgendwo ausgerechnet auf so einem Fußballfeld. Dann ein paar hundert Mitarbeiter gezerrt. Das irgendwie überlebt. Und dann mit meinem eigenen Auto überrollt. Ja, das war 1975. Und seitdem gibt es keine Ruhe mehr in dem Fall. Ich meine, irgendwann muss es ja auch mal gut sein. Man muss die Dinge doch auch mal ruhen lassen. Das zeigt doch nur, dass es keine Totenruhe gibt, solange die Dinge nicht geklärt sind. Ach ja, und warum spricht dann niemand mehr über mich? Es gibt fehlende Bücher über deinen Fall. Straßen sind nach dir benannt. Trotzdem, also für mich warst du nichts weiter als eine kapitalistische Marionette. Ohne jeden Anspruch. Ohne eigenes Werk. Nur so vor sich hin trosseln. Deine einzig gute Idee war die Zusammenarbeit mit den Kommunisten. Ja, für die Idee bist du ja noch gestorben. Na, vielen Dank. Und hast du schon davon gehört, dass einige Leute behaupten, du hättest dein eigenes Ende inszeniert? Also ich meine die Umstände, dieser Slum, diese Attacke, das hätte ja schon in deinen Film gepasst, oder? Ja, da kann man nichts machen. Es gibt immer wieder Leute, die Leben und Werk miteinander verwechseln. Also jedenfalls, also zuerst die Schläge auf den Kopf. Ja. Und dann mit dem eigenen Auto überrollen lassen. Und weit und breit deine Kamera. Nee. Also okay, mein Film ist schon. Also da gab es schon mal Mord und Totschlag, aber die 60er und 70er, die waren halt eine blutige Zeit. Was soll ich sonst finden? Nein. Blutige Zeit, was? Die mir das ausgerechnet von dir erklären lassen muss.
Stimme, dass der Geheimdienst die Idee für deine Entführung hatte. Ja, prima. Wenn jetzt für alles der Geheimdienst zuständig ist, dann braucht wohl niemand mehr irgendwelche Verantwortung zu übernehmen, oder? Du meinst so Ruhe in Frieden mäßig? Ja, genau, Mann. Also eigentlich, ich leck mich am Arsch, ich bin hundemüde. Also, in meinem Fall, da sehe ich ja echt schwarz. Ich habe mich echt genau zwischen die Stühle gesetzt. Nur bei dir, da werden die Lippen sowieso nie Ruhe geben, bis alles endgültig geklärt ist. Die werden sicherlich auch bald irgendwo verräumen, denke ich.